Beginn möchte ich vielleicht zuerst einmal, was ist Inhalt des DLT Plus und ja, wieso kommt der jetzt? Der DLT Plus war im Release 2022/2 auch schon auf Anfrage verfügbar, ist jetzt aber für alle DLT-Kunden automatisch verfügbar. Also wenn Sie schon den alten DLT besitzen, bekommen Sie jetzt den DLT Plus automatisch freigeschaltet. Er wurde jetzt vervollständigt noch durch das Material Beton oder eher gesagt Stahlbeton. Er umfasst jetzt neben Beton auch noch Holz und Stahl. Und wie Sie das schon kennen, vielleicht von Holz und Stahl, gibt es jetzt auch noch die Einzelmodule. Jetzt noch das BTM Plus für den Stahlbeton. Also wenn Sie Kunde sind und noch nicht den DLT haben, aber vielleicht nur im Holzbau tätig sind, dann haben Sie auch die Möglichkeit, sich nur den Mehrfachträger Holz zu erwerben. Wie gesagt, wer schon DLT-Kunde ist, der erhält den DLT Plus dann vollumfänglich mit Holz, Stahl und Beton. Die Plus-Oberfläche. Bevor wir jetzt auf den Inhalt eingehen, natürlich nochmal, was sind die Vorteile? Wieso gibt es die Plus-Oberfläche und wieso ist es jetzt auch so wichtig, dass der DLT Plus in der Plus-Oberfläche erscheint? Da wurde jetzt ja heute schon einiges zugesagt. Die Kernfunktion des DLT Plus bleibt natürlich erhalten und das ist der direkte Wechsel zwischen den vorhandenen Materialien. Ich werde Ihnen das auch gleich an einem Beispiel nochmal live zeigen. Darüber hinaus habe ich natürlich den Vorteil, dass ich über die Autoberechnung oder die Autofunktion direkt während der Eingabe schon das Ergebnis bekomme. Also ich kann eine Last anpassen, kann mein Material anpassen und bekomme gleich die Ausnutzung angezeigt in der Grafik. Stichwort Grafik, natürlich, Plus-Programm heißt interaktive Grafik. Ich kann in der Grafik die Geometrie anpassen, die Lasten ändern, Lasten hinzufügen, Schnitte hinzufügen und kann das gleich sehr komfortabel in der Oberfläche machen. Natürlich ist alles auch über Tabellen möglich. Was mir immer sehr gut gefällt, ist jetzt die sehr individuell gestaltbare Ausgabe, denn Sie können jetzt wirklich ja, das auf Ihre Bedürfnisse anpassen, können die Profile sich abspeichern und diese Profile dann mit einem Klick wieder einladen und haben wirklich Ihre individuelle Ausgabe. Was mir als Anwender immer sehr gut gefallen hat, sind die Ergebnisse. Denn jetzt in dem Plus-Programm habe ich auch die Möglichkeit, mir die Schnittgrößen mal für alle Lastfallkombinationen einzeln anzeigen zu lassen. Ich kann mir noch die Belastung mit anzeigen lassen, kann mir gleich einen Schnitt reinlegen und schauen, wie ist denn die Schnittgröße an der Stelle X. Kann dann auch über eine Funktion mir gleich diese Grafik, die ich mir angucke, mit in das Dokument einfügen. Und kann mir so wirklich meine eigene individuelle Ausgabe erzeugen. Darüber hinaus kommt jetzt mit dem Material Beton natürlich noch was Neues hinzu. Das ist nämlich die von uns komplett überarbeitete interaktive Bewährungsführung. Da zeige ich Ihnen gleich nochmal was auf einer Folie und auch live. Jetzt habe ich ja gesagt, die Vervollständigung wurde jetzt erst vollzogen durch das Material Beton und durch den Mehrfachträger Beton, wie gesagt, auch einzeln erhältlich als BTM Plus. Dieser vervollständigt nun den DLT Plus zu einem kompletten Durchlaufträger, mit dem ich wirklich zwischen diesen drei Materialien interaktiv hin und her schalten kann. Und was bietet mir dieses Material Beton? Sie können damit Träger als Rechteck, Plattenbalken mit Platte oben, Platte unten oder mit beiden Platten oben und unten bemessen. Sie können aber auch direkt im Programm eine Stahlbetonplatte auswählen und diese bemessen. Bemessen wird natürlich nach allen des EC2 notwendigen Nachweisen im Grenzzustand der Tragfähigkeit und jetzt auch im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, auch für den gerissenen Zustand, also die Durchbiegung im Zustand 2. Was ist jetzt noch möglich? Sie können, wie auf dem Bild auch zu erkennen, Aussparungen definieren, sowohl als Rechteck als auch rund und das immer noch nach dem Heft 399 der FSTB. In Zukunft werden wir das auch noch angehen und dort mehrere Berechnungsmöglichkeiten zur Auswahl anbieten. Jetzt erstmal wie im alten nach dem Heft 399. Neu ist es, dass Sie jetzt die Verbundfugen bei einem Plattenbalken nicht nur über das Gesamtsystem definieren können, sondern auch abschnittsweise. Also Sie können auch mal ein System eingeben, wo ein einem Bereich eine andere Fuge vorhanden ist als in einem anderen und somit auch Mischsysteme sehr einfach und schnell eingeben. Ich habe es auch eben schon mal
erwähnt, die Bewährungsführung wurde komplett überarbeitet und ist jetzt auch noch über die Lizenz, über die Zusatzlizenz zur Verfügung. Was noch nicht vorhanden ist, und ich sage das hier explizit, ist die zweiachsige Bemessung für das Material Beton. Für Holz und Stahl ist das schon vorhanden, funktioniert auch. Beim Beton ist das noch nicht Umfang des Releases 2023.1, wird aber zeitnah nachgeliefert. Bisher können Sie also mit dem DLT Plus Stahlbetonträger nur einachsig bemessen. Genau, dann, ich hatte es schon oft erwähnt, jetzt die neue Bewährungsführung. Wieso, weshalb, warum? Wir haben uns dafür entschieden, die alte Bewährungsführung etwas aufzubohren und ihr ein neues Gewand zu geben und vor allem sie ganz, interaktiv zu gestalten. Also Sie können jetzt in der Bewährungsführung einzelne Stäbe anklicken und verändern. Sie können gleich sehen, ist alles abgedeckt, können den Durchmesser ändern und können das in einer Grafik machen, die in einem extra Fenster erscheint. Das wird immer auf Grundlage natürlich der Bewährungsparameter durchgeführt, die Sie einstellen. Also die Anforderungen der Dauerhaftigkeit fließen damit ein. Die von Ihnen gewählten Durchmesser sind natürlich ein Parameter, der zu berücksichtigen ist. Und dazu wird Ihnen das Programm immer erstmal eine optimale Bewährung vorgeben, die Sie dann noch anpassen können. Ich nenne das jetzt mit Absicht die ganze Zeit Bewährungsgrafik, denn wir sind ja eine Statiksoftware und kein CAD-Programm. Das heißt, unser Anspruch ist jetzt nicht, einen Bewährungsplan, wie Sie das aus einem CAD-Programm kennen, zu erzeugen, sondern eine Bewährungsgrafik, die aber schon alle Anforderungen der sauberen Lesbarkeit erfüllt, die alle Infos erhält, die Sie brauchen. Und die Sie dann auch speichern können. Speichern oder einfügen können Sie das einmal entweder in das A4-Dokument, was Sie ja normal kennen bei Frilo, aber auch, wie Sie das vielleicht von Geo und PLT kennen, in das Planformat. Also Sie können jetzt auch eine Bewährungsgrafik erzeugen und diese im Planformat vielleicht auf A2 oder auf A1 speichern, falls das System einfach so groß ist, dass die Infos auf A4 zu klein wären. Genau, und das möchte ich Ihnen jetzt einmal live demonstrieren, den DLT Plus, anhand von zwei Beispielen. Ich befinde mich ganz normal im FCC, klicke auf Neue Position und Sie finden dann direkt unter den Favoriten den DLT Plus. Ich mache mal meine Kamera kurz aus, dann können wir uns voll und ganz auf die Präsentation konzentrieren. Ich starte einmal den DLT Plus und wie Sie das von allen anderen Plus-Programm bei Frilo kennen, wird erst einmal der Assistent gestartet. Der ist jetzt natürlich sehr hilfreich, denn hier kann ich auswählen, was habe ich denn für ein Material, Stahlbetonplatte und Träger getrennt und dann natürlich noch Stahlträger und Holzträger. Ich beginne jetzt einfach mal mit einem Stahlträger und kann schon in dieser Oberfläche mein System vorgeben. Ich sage jetzt mal, ich habe drei Felder, die sind 3,5 Meter lang. Als Profil nehme ich kein HEA, ich will einen IPE 200 und ich ändere auch mal die Last noch etwas ab und sage, meine G-Last ist nur 1,5 und meine P-Last ist 5. So, dann starte ich schon mal mit einem System, mit dem ich jetzt arbeiten kann, sage noch, okay, das Mittelfeld ist nur 3 Meter lang und lasse das Ganze mal so. Jetzt kann ich das natürlich berechnen, krieg etwas heraus. Natürlich ist dieser Träger jetzt nicht sehr stark ausgelastet, aber es kommt jetzt vielleicht von dem Architekten die Frage, Nachhaltigkeit ist ja sehr wichtig. Ist es denn auch nicht möglich, diesen Stahlträger aus Holz auszuführen? Sage ich, okay, ich muss das jetzt nicht nochmal alles eingeben. Ich gehe einfach in die Grundparameter und kann beim Trägertyp wechseln auf Holzträger. Sie sehen jetzt schon, es bleibt alles da, also die Abmessungen bleiben, die Geometrie bleibt, die Lasten bleiben. Und er hat jetzt meinen IPE 200 in einen Holzträger umgeändert. Und das Programm orientiert sich dabei immer an den Abmessungen des vorherigen Materials. Ich hatte jetzt einen IPE 200 und aus dem Grund ist mein Träger jetzt für den Holzbau natürlich gerundet 20 auf 10 groß. Jetzt kann ich es einfach mal berechnen, aber als Ingenieur ist es schon klar,
wird jetzt nicht ganz funktionieren, denn ein Holzträger kann natürlich nicht so viel wie der Stahlträger. Jetzt kommt vielleicht noch ins Spiel, dass ich kann noch bei den Auflagern jetzt natürlich meine Lager anpassen, denn die Auflagerpressung ist die, die mir hier die größte Ausnutzung liefert. Ich sage jetzt, okay, es ist gelagert auf Wänden, die sind 24 breit. Ich sage jetzt noch für alle Auflager gleich, da muss ich das nur einmal eingeben. 24 auf 24, berechne es. Nochmal, jetzt ist die Auflagerpressung okay, aber natürlich ist meine Biegebemessung immer noch 22% drüber. Und auch meine Durchbiegung ist nicht im Rahmen der geforderten ja, Nachweise. Jetzt habe ich vielleicht noch die Anforderung, ich darf den Träger nicht höher als 20 machen. Das ist einfach so meine Geometrie vor Ort. Breiter ist okay, aber nicht höher. Jetzt könnte ich das natürlich iterativ alles selber ausprobieren. Ich kann aber auch einfach mal den Profilvergleich auswählen. Und da habe ich nämlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich will bitte die Höhe konstant lassen und vergleiche mir mal bitte alle Profile. Er nimmt immer nach unten und nach oben Profile hinzu, bis er merkt, okay, mit einem Querschnitt 14 auf 20, nicht mehr 10 auf 20, ist alles grün, also ist nichts überschritten. Jetzt wähle ich den nochmal auf. Man sieht das hier oben, 14 auf 20 und die Nachweise sind alle erfüllt und ich kann die Info zurückgeben. Okay, wenn wir keinen IP 200 nehmen, dann nehmen wir halt ein Nadelholz C24 mit 14 auf 20. Nur einfach mal, um Ihnen klarzumachen, wie praktisch es ist, auch mal das Material interaktiv gleich zu ändern und alle Eingaben bleiben erhalten. Jetzt sind mit Sicherheit viele von Ihnen da, um auch mal den Stahlbetonträger zu sehen. Deswegen möchte ich den auch noch mal zeigen. Ich starte jetzt eine neue Position und gehe einfach mal auf den Stahlbetonträger. Jetzt ändere ich hier mal nichts ab, starte und wir sehen jetzt, es ist ein Rechteck 30 auf 50. Ich möchte aber mal einen Plattenbalken eingeben. Da möchte ich noch mal darauf hinweisen, Sie sehen ja immer oberhalb der Grafik diese Texte in unseren Plus-Programmen. Das sind alles interaktive Texte. Also ich kann da draufklicken und dann öffnet sich immer der Dialog, der diesem Text entspricht. Das ist jetzt bei uns die Verwaltung der Querschnitte. Da kann ich sagen, ich möchte einen Plattenbalken mit Platte oben. Und wir achten jetzt mal ein bisschen auf diese Grafik, denn ich sage, die Höhe ist 60, die Stegbreite ist 30 und die Platte oben ist 20. Und Sie sehen, es ändert sich gleich die angezeigte Grafik an meine Eingabe. Das ist immer sehr schön zum Kontrollieren, ob denn auch meine Eingaben wirklich an der richtigen Stelle getätigt wurden. Denn so einen Querschnitt hat man sehr gut vor Augen und können Sie hier sehr gut kontrollieren. Wenn ich jetzt auf OK drücke, sehen Sie auch schon, dass sich das jetzt in der Grafik auch ändert. Wir haben uns nämlich dafür entschieden, den Plattenbereich etwas anders zu schraffieren, damit es für Sie einfach sehr gut nachvollziehbar ist, nochmal zu kontrollieren, habe ich dann meine Plattendicke richtig eingegeben und ich sehe gleich, okay, es ist ein Plattenbalken. Jetzt möchte ich noch die Last anpassen, das mache ich direkt in der Grafik. Ich klicke die Last an, sage, meine P-Last ist 45 und meine G-Last ist 15. Ich lasse jetzt mal die Last als Kategorie A Wohnlast. Passt für mich. Bevor ich es berechne, noch ein, ja, ein kleiner Hinweis, was ja bei einer Stahlbetonbemessung sehr wichtig ist, sind die Betondeckung und meine gewählten ja, Stäbe, die ich haben möchte. Ich lasse das Ganze jetzt mal auf XC1 stehen. Ich könnte jetzt natürlich noch in den Dialog gehen und die Beton, die Positionstaste anpassen. Ich lasse das mal auf XC1. Daraus ergibt sich ein Zenon. Das sind jetzt 3 cm und aufgrund der Wahl meiner Vorzugsdurchmesser ergibt sich die Bewährungslage. Ich möchte jetzt aber mal diese Durchmesser anpassen und wir schauen mal auf diese 4,5. Ich sage jetzt oben möchte ich 20er, unten möchte ich 16er und als Bügel möchte ich 10er. Wir sehen, dass das Programm jetzt automatisch die Bewährungslage anpasst. Ich muss das nicht mehr nachträglich ausrechnen. Ich kann jetzt natürlich auch noch immer individuell anpassen. Aber ich kann damit rumexperimentieren und mal andere Stäbe auswählen. Jetzt berechne ich das Ganze. Und was jetzt natürlich interessiert, ist vielleicht die Bewährungsverteilung. Kunden, die die Bewährungsführung haben, klicken auf Bewährung. Kunden, die die Bewährungsführung nicht haben, für die ist der Button Bemessung. Was ist der Unterschied? Ich klicke mal auf Bewährung. Wenn man die Lizenz hat für die Bewährungsführung, dann ist hier noch der Reiter Bewährungsgrafik vorhanden, in dem ich mir wirklich diese Grafik erzeugen und auch ausgeben lassen kann. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen jetzt hier die Zugkraftdeckung. Also einfach die maximalen Momente aus der feldweisen Betrachtung, also einmal
Volllast, daraus kommt mein Stützmoment, das ist schon abgerundet. Dann habe ich mal im Feld links nur die Last stehen und mal nur rechts, dafür kriege ich mein maximales Feldmoment. Die Theorie ist Ihnen mit Sicherheit bekannt. Was wir jetzt hier auch sehen, ist, dass die Durchmesser, die ich gewählt hatte, sind auch übernommen. Ich habe oben die 20er, unten die 16er. Für die Querkraft wurde das auch übernommen. Da habe ich meine 10er drinne. Ich könnte die jetzt auch natürlich in der Tabelle unten auch noch anpassen, sagen, nee, 10er sind mir doch zu mächtig. Ich nehme nur 8er, kann ich alles noch anpassen. Schulterschub auch wichtig bei einem Plattenbalken. Wurde auch schon automatisch etwas voreingelegt. Ich kann mir das auch alles nochmal im Schnitt anschauen. Jetzt wundern Sie sich nicht, diese Kreise sind Fangpunkte, die können Sie ein- und ausblenden lassen. Ich finde die immer sehr hilfreich, wenn Sie nämlich mal Stäbe noch selber hinzufügen, vielleicht auslagern möchten, können Sie das alles hier per Drag und Drop machen und die Bewehrungslage wird sich dann automatisch anpassen. Jetzt schauen wir uns da vielleicht mal die Bewehrungsgrafik zu an. Ja, was jetzt hier gleich auffällt, ist, das ist ein bisschen weit alles entfernt. Ich kann das alles greifen und ziehen und dahin schieben, wo ich das möchte. Jetzt habe ich genau das mal ein bisschen sortiert. Jetzt habe ich einen Schnitt, Schnitt A, den ziehe ich mal hier rüber. Der Schnitt A ist im Bereich, wo die Feldbewehrung maximal ist. Da habe ich dann meine 5 Durchmesser 16 drinne liegen. Mich interessiert aber vielleicht noch ein Schnitt im Bereich des Mittelauflagers. Mache ich einfach Rechtsklick, neuer Schnitt. Okay, der ist jetzt immer noch, ich ziehe ihn mal runter, der ist jetzt immer noch in dem Bereich da vorne. Okay, dann schnappe ich mir den und ziehe den einfach im Bereich des Auflagers. Ich könnte jetzt natürlich in einem extra Fenster auch noch den Wert eingeben, aber ich lasse den jetzt mal da stehen und jetzt sehen wir schon, ich habe jetzt, ich zoome mal ran, einmal den Schnitt im Bereich des maximalen Feldmomentes, da habe ich dann die maximale Feldbewehrung und auch einmal über der Stütze, der Mittelstütze und kann mir so ganz schnell alle wichtigen, ja, Ergebnisse für die Bewährungsgrafik hier hinschieben. Ich könnte jetzt natürlich in der Zugkraftdeckung auch noch reingehen und sagen, nee, ich möchte Breitdurchmesser 20 oder ich möchte als Grundbewährung durchgehend nicht nur zwei Stäbe haben, sondern drei. Das kann ich alles interaktiv anpassen. Unten rechts sehen wir dann die Ausnutzung, sogar je Position an ihrer Stelle im Feld oder über der Stütze. Dann ein unten Gesamt, ein oben Gesamt. Wie gesagt, das wird dann auch alles automatisch in die Bewährungsgrafik mit übergeben. Und ich sage jetzt einfach mal, okay, das passt für mich. Ich möchte das gerne auch mal jetzt ja, im Planformat haben. Wichtig, die Steuerung ist alles im Bereich der Ausgabe. Denn hier gibt es jetzt ganz unten noch den Bereich Bewährungsgrafik. Da können Sie auswählen im Planformat oder im Dokument. Im Dokument, da können Sie es auch noch drehen um 90 Grad, denn den Träger ist natürlich immer besser hochkant auszugeben. Jetzt kann ich noch sagen, okay, ich möchte es mal auf A1, den Dialog, den kennen vielleicht einige von Ihnen aus dem Geo und dem PLT. Ich sage A1 mit Plankopf, okay, und dann gibt es unten drunter den Knopf für die Ausgabe. Wenn ich da drauf klicke, wird mir jetzt mein Planformat erstellt oder meine Bewährungsgrafik im Planformat ausgegeben. Und ich habe jetzt gleich im A2, im A1-Format mein Plan mit Plankopf ausgegeben, kann den als PDF speichern, kann den direkt plotten und habe so wirklich einen sehr schnell gestalteten, individuell gestalteten, anpassbaren, ja, Bewährungsgrafik.